Agent Ears, würden Sie die Aufnahme, die Sie gerade vom Radarsystem gezogen haben, näher erklären? Die Spur, die wir in Sibirien aufgenommen haben, wurde vor einem Monat richtig heiß. Daraufhin hat die Kompanie beschlossen, eine Antiterroreinheit einzusetzen, um die gestohlene Biowaffe zu identifizieren. Kurz danach haben wir jeglichen Kontakt verloren und sie wurden für tot gehalten. Und das erzählen Sie uns jetzt? Verlange auf dem Weg zum Ziel einen kleinen Umweg, um unseren Mann dort rauszuholen. Er hat vielleicht wichtige Informationen für uns. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. So, und damit willkommen zurück hier bei einer neuen Mission Sniper Ghost Warrior 2 und es geht weiter. So, ich habe auch nochmal in die Option reingeguckt. Funkgeräte prüfen. Razor 3-2, verstehe laut und klar. Uniform. Hier ist 3-1, verstanden. Wir hören dich. Over. Also auf links breit gibt's Sunny, den Sunny-Kasten. Der Anlage ein, wo unser Mann mutmaßlich gehalten wird. Dort wartet er auf Unterstützung von Anderson. Im Klartext, wenn sie keine Kameraden erspähen können, ist die Rettungsaktion abgebrochen. Wir haben keine Zeit, Verstecken zu spielen oder um Fehler zu machen, Leute. Anderson, unser Kommunikationsoffizier Lieutenant Vance wird sie zum Ziel leiten. Wir können unsere UAV-Drohne einsetzen, wenn das Radarsystem blind ist. Lang nicht gesehen, Anderson. Vance. Wie geht's Gordon? Ist seit einer Weile als Söldner beschäftigt. Lange nichts von ihm gehört. Wir warten alle darauf, dass er zurückkommt. Ah, ich mochte den Knaben. Er hat nie viel geredet, aber er war verdammt effektiv. So, jetzt müssen wir aber mal aufpassen. Hier sind Stimmen. Und ich habe übrigens nochmal geguckt. Auf Y lässt sich die Pistole ausrüsten. Also, wir haben doch noch andere Waffen. So, den haben wir uns mal entledigt. So, das passt jetzt auch mit der Intensität wieder. So, dann würde ich mal sagen, da haben wir einen lokalisiert. Und um den, oh, da unten auch noch einer. Um die sollten wir uns jetzt mal kümmern. So, den holen wir uns dann auch noch. Und dann kann es auch schon weitergehen. Also ich werde das mal ungefähr so machen, dass wir ja so 20 Minuten Parts machen. Das heißt, dass wir zwei Folgen pro Mission haben. So, und wieso können wir den jetzt gerade nicht erspähen? Dass er den markiert. Müssen wir gerade mal gucken, ob wir den hier ins Target kriegen. Auf der Karte haben wir ihn schon. So sehe ich ihn jetzt gerade nicht. Wo ist denn der? Wahrscheinlich dann da unten. Na gut. Nee. Wo soll denn der sein? Also ich sehe hier niemanden. Ach, da hinter der Kiste. Ah, Kollege. Sag das doch. Na gut, dann geht's ja weiter. Kann auch mal kurz ohne Nachtsicht gucken. Oh. Lassen wir Nachtsicht mal lieber an. Ist doch ein bisschen dunkler. So, da hinten müssen wir rüber. Dann machen wir das doch glatt mal. So, hier haben wir wieder einen Gegner, aber der ist... Aha. Ist das nicht einer von uns? Ja, er war auf jeden Fall als roter Punkt auf der Karte, sonst hätte ich ja gesagt, das wäre einer von uns gewesen. Gut, dann... Nehmen wir uns mal diesen Platz hier.
Razor 3-2 in Position. 3-2, ich beobachte dich. Roger, Unterstützung. Wir stehen bereit für dein Signal. Finde unseren Mann Anderson. Observiere das Gebiet 3-2. Hier sind verschiedene Gebäude, die potenziell das Ziel enthalten könnten. Ich bin dran. So, dann schauen wir doch mal. Das ist ein Gebäude, das wie ein Restaurant aussieht. Oder zumindest war es mal eins. Vier Männer vor Ort. Aber sie scheinen niemanden speziell zu beobachten. Eine Geisel wäre besser bewacht. Die Jungs sind Profis. Schau woanders. So, dann schauen wir unten. Ich sehe die Yacht in der Anlegebucht. Sieht ruhig aus. Die haben sicherlich schon ausgepackt. Trotzdem kann ich neuen Feinde zählen. Lass das unsere Sorge sein. Sieh dich weiter um. Neun gleich, eieiei. Das wird kein Kinderspiel. Hubschrauberlandeplatz. Vier Ziele in Sichtweite, aber keine Zielperson zu sehen. Over. Verdammt. Bingo. Bestätige die Lage der Zielperson. Großes Apartment mit Glaswänden. Im nordwestlichen Teil der Anlage. Kannst du seinen Status ermitteln, Razor? Da haben wir sie mit den... Er lebt, aber sie bearbeiten ihn. Arm hinterm Kopf. Empfehle sofortiges Eingreifen. Alle Teams, grünes Licht für Angriff und Sicherstellung der Zielperson. Erledigen Sie das fix und schnell. Keine Fehler. Gut verstanden, Uniform. Waffen bereit, Männer. Macht euch bereit. Wir mischen die Party auf. Auf dem Weg zum Apartment habe ich verschiedene Engpässe identifiziert. Ich werde koordinieren, sobald ihr darauf trefft. Verstanden. Wir sind an Land. Vorwärts zum ersten Engpass. Keller, wenn wir uns in zwei Teams aufteilen, können wir mehr Fläche abdecken und fallen auch nicht so auf. Gute Idee. Nichols, du gehst mit Diaz. Komm es mit mir. Wir umstellen das Apartment von beiden Seiten. So, und wir haben den leichtesten Job. Zumindest den ungefährlichsten. So muss das nämlich sein. Ah, den leichtesten nicht unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall entspannter hier. Wir sollten so leise wie möglich sein. Na? So, da holen die sich mit dem Stealth Kill. Bei dem Spiel ist ja sogar die Coriolis-Kraft. Ihr seht ja den kleinen roten Punkt links unten vom Fadenkreuz. Das ist der Treffpunkt, den wir haben. Weil hier sogar die Corioliskraft, das ist die Erdumdrehungskraft, einberechnet wird. Das ist schon wirklich sehr cool gemacht. Also wirklich als Sniper-Spiel ist das schon wirklich sehr, sehr was Feines hier. So, und dann kümmern wir uns mal um den ersten. So, und jetzt habe ich die natürlich gerade nicht mit einberechnet. Er kommt auf uns zu, Granate auf ihn, bevor es Alarm gibt. So, direkter Treffer. Also, der rote Punkt, nicht das Fadenkreuz, ist das Ziel. Okay, Pitstop. Ich sehe zwei Ziele. Das auf der Terrasse ist zu verdeckt. Kannst du ihn über... Na klar, zähl. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. In 3, 2, 1... Steht er nochmal auf? Nee. Razor 3-2, unser Vorrücken ist gefährdet. Zwei Scharfschützen sind am westlichen Teil der Insel, auf dem Dach. Ich kann denen nicht vor der Nase herumlaufen. Ich brauche Hilfe. Verstanden. Dann machen wir das doch einmal. Und die Statistik mal Kopfschüsse, deswegen werden wir vermehrt versuchen, Kopfschüsse zu machen. So, und der Kollege hier auch. Da hat man sogar noch die Kugel fliegen sehen. Beide Feinde neutralisiert. In dieser Bullet Cam. Weiter geht's. Auf Position. Anderson, schau zum Steg und sag mir, was du siehst. Verstanden. Augen. Was für eine Riesenscheiße. Zwei Feindgruppen oben und unten. Fünf insgesamt. Die oben haben Priorität. Wir stehen bereit für deinen Einsatz. So, den kümmern wir uns eben noch mal ganz kurz. Abschluss bestätigt. Und jetzt den zweiten. Shit. Jetzt habe ich den roten Punkt eben gar nicht gesehen. Gekehrt. Verstanden. Wir können
dasselbe mit den anderen machen. Dein Ziel ist auf dem Bootsheck. Bedien dich. Ich würde mich wundern, dass die jetzt hier nicht weglaufen, aber gut. Wird schon seine Richtigkeit haben. Bereich ist so. Frei. Roger, weiter geht's. Wunderbar, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Estias, sind am Hubschrauberlandeplatz. Anderson, drei Ziele für dich. Wir sind in schlechter Position. Diesmal bist du allein. Versuche einen Doppeltreffer zu landen oder warte, bis sie sich den Rücken zudrehen. Roger. Guter Schuss. So, wunderbar. Hat doch wunderbar funktioniert. Oha. So, hab ihn. Okay, südlicher Weg, sauber. Letzter Engpass. Wir brauchen Hilfe mit dem Typen im Gebäude. Er schaut auf den Hof. Wir können ihn da nicht gebrauchen. Er muss weg. Natürlich. Abschuss bestätigt. Schalte einen der Soldaten aus, die gerade reden. 3-2. Ich bin dran. Ah, können wir nicht beide? Nee. Guter Schuss. Ziel linke Seite. Scheiße. Mach ihn alle, bevor ihr jemanden alarmiert. So, und die erwischt ihn aber so voll. Wir sind bereit zum Angriff. Bestens. Bestens. Ah, okay. Wir müssen sie ablenken. Wenn wir sie nicht dezimieren, bevor wir reingehen, sehen wir alt aus. Ich habe eine Idee. Aber einen großen Kraftstofftank am Hubschrauberlandeplatz erspäht. Du hast ein paar Claymores, oder? Ach, darauf willst du hinaus. Wir verminen die Treppe und machen dann ein bisschen Alarm. Keller? Hört sich nach einem Plan an. Wir hauen rein, sobald die Minen hochgehen. Okay, Cole, du führst an. Die Show beginnt auf dein Zeichen. Na, dann geht's mal los. Guter Schuss. Und auf geht's. Abwarten. Strike. Oh, wollten wir doch noch einen mitnehmen. Los, los, los! Auf mein Kommando! Es mir nach. Vorrück! Ihr werdet geschossen, Cole. Eröffne das Feuer auf sie. Naja, ich bin dabei, Kollege. Anderson, Angriff! Angreifen! Gute Arbeit. Weiter jetzt. So, haben wir noch jemanden? Nee. Hier oben wird wahrscheinlich dann noch was passieren. Du bist umzingelt. Waffe weg und ich verspreche, dass dir nichts geschieht. Hände hinter den Kopf und... Fick dich, du Mutter. Denkst du, ich bin blöd? Ihr drei, wirft die Waffen weg. Hier kommt ich der Tod. So, und die Geisel lebt hoffentlich noch. Uniform Medivac wird angefordert. Verstanden. Helikopter geht jetzt hoch. Kannst du Infrarot nutzen, um ihn zu lotsen? Bestätigt. Gute Arbeit, Teams. Keller, Sie und Ihre Männer sichern die Position und warten auf unseren Vogel. Wir werden auch Nachschub und zwei zusätzliche Einheiten schicken. Anderson, gehen Sie voraus und säubern den Weg zum Hotel. 3-1 wird den Treffpunkt per Funk durchgeben. Ich bin dran. Ja, wunderbar. Gute Show, Anderson. Gleichfalls. Das lief doch richtig gut. Wie ist die Lage im Gebiet vor uns, Lieutenant? Mehr Höhlen und Klippen, die sich zu einem Resort-Bereich öffnen. Ist stark bewacht und man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. So, und ich denk mal, wenn wir hier ein Päuschen machen, dann wäre das genau der richtige Zeitpunkt. Und da haben wir auch schon gleich Gegner. Also, um die kümmern wir uns dann in der nächsten Folge, die auch dann schnellstmöglichst rauskommt. Bis dann.